Im ersten Vortrag geht es um Sinumeric One, unser Digital Native CNC-System. Wir haben drei Experten heute hier, die Ihnen zeigen werden, wie der Weg in die Zukunft mit Sinumeric One aussehen kann. Ankita Kambale wird Ihnen erläutern, warum es an der Zeit ist, die Digitalisierung in der Fertigung einzuführen. Danach gibt Bernd Keidel Ihnen einige Einblicke, wie Sinumeric One die Produktivität Ihrer Werkzeugmaschine steigern kann. Und schließlich werden Sie von David Koch erfahren, wie der digitale Zwilling die Qualität und Geschwindigkeit der Konstruktion und Inbetriebnahme Ihrer Maschine verbessern kann. Ja, und nun herzlich willkommen, Ankita. Vielen Dank für die Vorstellung, Sabine. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Ankita Kambale und ich arbeite bei Siemens als System Promotion Managerin. Es ist mir eine Freude, alle Zuschauer zu unserer heutigen Session begrüßen zu dürfen. Zusammen mit meinen Kollegen David Koch und Ben Keidel werden wir uns in unserer Session mit einer entscheidenden Frage beschäftigen. Wie man mit Sinumeric One in die Zukunft beschreitet. Aber zuerst, warum ist es die richtige Zeit, Digitalisierung in Ihre Fertigung einzuführen? Als Werkzeugmaschinenbauer müssen Sie sich verschiedenen Herausforderungen in die Branche stellen. Ihre Wettbewerbsposition auf dem Markt hängt stark von Ihrer Fähigkeit ab, Ihren Kunden individuelle Lösungen zu liefern. Dabei spielen Geschwindigkeit und Flexibilität eine ganz entscheidende Rolle. Dies gilt umso mehr in die Zeiten wie Covid-Krise. Software Engineering und Inbetriebnahme verursachen neben dem Maschinenbau hohe Kosten, während das Sparpotenzial in der Mechanik im Vergleich zur Software eher gering ist. Wir möchten es Ihnen ermöglichen, die Time-to-Market Ihrer Maschine zu verkürzen, Ihre Produktivität durch eine Verkürzung der Inbetriebnahmezeit zu steigern und gleichzeitig dazu beitragen, dass Ihre Maschine beste Leistung erbringt. Mit diesem Ziel vor Augen wurde Sinumeric One entwickelt. Innerhalb der Sinumeric-Familie ist Sinumeric One das erste CNC-System, das eine nahtlose Interaktion zwischen der virtuellen und der realen Software ermöglicht. Was wünscht sich ein Maschinenbauer mehr als eine reale Maschine mit realer Hardware, die sich funktional genau wie der digitale Zwilling verhält? Der digitale Zwilling von Sinumeric One spielt eine zentrale Rolle für die digitale Transformation, mit deren Hilfe Arbeitsprozesse ausschließlich in einer virtuellen Umgebung simuliert und getestet werden können. Die nächste Frage, die Sie stellen möchten: Wie hilft Ihnen Sinumeric One dabei, dies zu erreichen? Sinumeric One umfasst mehrere Aspekte entlang der gesamten Wertschöpfungskette eines Maschinenbauers. Beginnen Sie mit Ihrer Produktivitätssteigerung. Die neue Hardware ist mit einem schnelleren Multicore-Mikroprozessor und einer Fail-Safe PLC ausgestattet, um eine höhere Bearbeitungsgeschwindigkeit und kürzere Stillstandzeiten zu erreichen. Sie bietet neue Sinumeric-Funktionalität für selbstoptimierende Maschinen, die die Oberflächequalität der Werkstücke mit erhöhter Geschwindigkeit verbessern. Darüber hinaus verfügt sie über die neuesten Kommunikationstechnologien für die Smart Factories und industrielle Sicherheit zum Schutz von Werk und Maschinen. Wie können Sie schneller innovativ sein? Sinumeric One verfügt über ein durchgängiges Engineering, das das gesamte Digital Enterprise integriert. Totally Integrated Automation, TIA Portal, ist das zentrale Engineering Framework für alle Aufgaben. Der Maschinenbauer erhält volle Flexibilität, um seine Maschine in der virtuellen Umgebung zu starten, sie zu konstruieren, in Betrieb zu nehmen, zu testen und zu optimieren, bis er zufrieden ist. Erst dann wechselt er auf die reale Maschine, um die restliche Inbetriebnahme durchzuführen. Dies kann das Risiko und den Zeitaufwand auf der Maschine enorm reduzieren. Mächtige Software für Digitalisierung. Sinumeric One hat alles, was Sie brauchen, um den Anforderungen der Industrie in die digitale Welt zu begegnen. Die Digitalisierungsprodukte bieten skalierbare Alternativen für Automatisierung und Simulationslösungen
um unterschiedliche Kundenanforderungen zu erfüllen. Sei es nur die Inbetriebnahme von NC- oder PLC-Daten zusammen mit dem Sicherheitskonzept der Antriebe oder auch die Visualisierung von Maschinenbewegung zur Vermeidung von Kollisionen oder eine komplette Closed-Loop-Engineering-Umgebung zur Simulation des Maschinenverhaltens. David wird nachher erklären, wie diese Softwareoptionen in die rechte Liste gerückt werden können. David wird uns remote von zu Hause präsentieren. Nicht zuletzt fördern wir Sie dazu, neue Denkweise und Geschäftsmodelle zu entdecken. Bei der Entwicklung von Synumeric One haben wir das Empowerment unserer Kunden im Auge behalten. Wenn ich einige nennen darf, eine frühe Zusammenarbeit zwischen Maschinenbauer und Endkunde reduziert das gegenseitige Risiko. Digitale Zwilling eignet sich perfekt für Schulungs- und Ausbildungszwecke, für einen virtuellen Showroom oder einen Remote-Service-Fall. Zu diesem Punkt werde ich nochmal später während der Präsentation kommen. Nun werden wir unser Angebot an leistungsfähige CNC- und HMI-Hardware weiter vertiefen. Dafür übergebe ich Sie an meinen Kollegen Ben Keidel, der System Manager von Synumeric One ist und über langjährige Erfahrung in dem Bereich der Werkzeugmaschinensystem verfügt. Ben, the stage is yours. Danke, Ankita. Wo immer die maximale Produktivität oder beste Oberflächengüte einer Werkzeugmaschine gefragt ist, ist mit Sicherheit die neue Synumeric One die richtige Antwort. Für die Technologien Drehen, Fräsen, Schleifen und Multitasking oder Zahnradbearbeitung, Roboter und Handling, Additive Manufacturing bis zu Nippeln- und Lasertechnologie. Synumeric One bietet ein noch höheres Maß an Durchgängigkeit und höchste Leistung für viele Technologiebereiche. Also wo immer Sie nach einer Lösung für eine Technologie suchen, Synumeric One ist die richtige Antwort. So, jetzt wollen Sie sicherlich die neuen Baugruppen auch einmal sehen. Und ich darf Ihnen die neuen Baugruppen der Synumeric One einmal vorstellen. Hier auf der linken Seite eine neue kompakte Einheit aus Numerical Control und Panel. Wir nennen sie panelbasierte Prozessor-Unit oder kurz PPU. Die PPU ist die Kombination von CNC-Steuerung und einem HMI-Panel in einer Komponente. Und das macht sie sehr kompakt und sie kann direkt an der Maschine als Bedieneinheit montiert werden. Und auf der rechten Seite sehen Sie eine Baugruppe für den modularen Aufbau im Schaltschrank. Wir nennen sie Numerical Control oder kurz NCU. Und im Folgenden darf ich Ihnen kurz die fünf Highlights der realen Synumeric One vorstellen. Höchste Performance. Aufgrund einer neuen, leistungsstarken Hardware mit Multicore-Technologie, einer Integration einer extrem schnellen S7-1500 und schnellen Kommunikationsschnittstellen erhalten Sie die höchste Systemleistung. Höchste Produktivität. Die hohe Produktivität hängt natürlich von der soeben genannten neuen Leistungsfähigkeit der Hardware ab, aber auch von neuen intelligenten Softwarefunktionen wie TopSpeed, Intelligent Dynamic Control und Intelligent Load Control, die die Mechanik buchstäblich austricksen. Maximale Designflexibilität mit den kompakten Panel Base CNC-Controller für das untere Premium-Segment und den NCUs für den Schaltschrankeinbau erhalten Sie mit Synumeric One ein Maximum an Designflexibilität. Durchgängiges Safety-Konzept mit der neuen integrierten Sematik S7-1500 Failsafe und der Funktion Synumeric Integrated verfügt Synumeric One über das umfassendste Sicherheitsportfolio im Werkzeugmaschinenmarkt. Höchste Security-Standard und nicht zuletzt, aber immer wichtiger, das Thema Sicherheit. Da immer mehr Kunden-Know-how in der Software versteckt ist, müssen Zugriff und Übertragung optimal geschützt werden. Durch die Integration von Siemens Industrial Security-Lösungen sind die Daten nicht nur extrem geschützt, sondern das Synumeric One-System schützt sich auch vor externen Angriffen. Als Beispiel für die neuen Vorteile möchte ich Ihnen die neue leistungsstarke
SIMATIC S7 1500F kurz vorstellen. In der neuen Sinumeric One haben wir eine skalierte Soft-SPS mit bis zu 10-fach schnellerer SPS-Zeit integriert und sind damit ein echter Verstärker für die Produktivität Ihrer Maschine. Die auf dem Weltmarkt bekannte und hochgeschätzte SIMATIC S7 1500 bietet Ihnen eine Fülle von Funktionen und diese werden komfortabel mit dem TIA-Portal erstellt und programmiert. Wir bieten den perfekten Schutz von äußeren Angriffen sowie die Sicherheit von Mensch und Maschine. Nun im Folgenden möchte ich Ihnen das gesamte Portfolio der Sinumeric One einmal kurz vorstellen. Ja, und in der vergrößerten Ansicht sehen Sie die neue Sinumeric NCU, die wieder im bewährten Drive-Format für den Schaltschrankeinbau angeboten wird. In den Größen NCU 1760 und 1750 erhalten Sie die zwei modularen Varianten für die bestmögliche Skalierung nach Leistung und Maschinenkomplexität. Und völlig neu sind die kompakten panelbasierten Prozessor-Units für den unteren Leistungsbereich. Wir bieten die PPU in zwei Größen an mit 15 Zoll und 19 Zoll Multitouch-Display. Werden die Baugruppen der Sinumeric One nun mit weiteren Systemkomponenten erweitert, erhalten Sie eine komplette Maschinenausrüstung. Erweitern Sie also die Baugruppen um eine passende Maschinensteuertafel, ein geeignet großes Operator-Panel sowie passende Antriebe, Motoren und Peripheriegeräte, so erhalten Sie schnell das Sinumeric One-System. Und da werden Sie fragen, und welche Maschinensteuertafel ist für Sinumeric One einsetzbar? Neu bieten wir die Sinumeric One MCP in Metallfront an. Diese in den Größen 19 Zoll, 22 Zoll und 24 Zoll passend zu den jeweiligen Operator-Panels von uns erhalten können. Diese erhalten Sie mit Querz oder ohne Querz-Tastatur und mit dem neuen Sinumeric PowerRide. Sie werden jetzt sicherlich fragen, was ist denn ein Sinumeric PowerRide? Der Sinumeric PowerRide ist ein ganz neuartiger Override zum schnellen und sicheren Einrichten der Maschine. Er bietet ein haptisches Feedback, also eine Vibration. Sie können ihn drehen, Sie können ihn drücken. Es ist ein Push-Button integriert und es sind drei Farben programmierbar. Und wenn Sie Ihrem Bediener den Zustand der Maschine anzeigen wollen. Ja, und jetzt darf ich Sie in die komplette Systemwelt der Sinumeric One mitnehmen. Hinter mir sehen Sie eine Systemwand. Und auf der linken Seite dieser Systemwand sehen Sie eine Ausrüstung mit einer PPU. Hier mit dieser Baugruppe, PPU 1740 für kompakte Maschinen, passend kombiniert mit 1FK2 und 1PH3 Motoren an einem Synamics S120 Kombi. In der Mitte sehen Sie eine NCU 1750 für modulare Maschinen, kombiniert mit 1FK7 und 1PH8 Motoren. Und auf der rechten Seite, der ganz rechten Seite, sehen Sie eine NCU 1760 für Maschinen mit höchsten Dynamikansprüchen. Hier natürlich kombiniert mit höchst dynamischen Antrieben wie Linearmotoren, Torquemotoren und Einbauspindeln. Alle Baugruppen der Sinumeric One basieren durchgängig auf der SIMATIC S7 1500F. Sie haben alle durchgängig DriveClick, Profinet und OPC-UA und so können sie in allen Kombinationen eingesetzt werden. Also mit Sinumeric One finden Sie immer die richtige Ausrüstung für Ihre Maschine. Lassen Sie mich im Folgenden nur noch zwei Worte zur Leistungssteigerung der Sinumeric One sagen. Durch die neuen Prozessoren konnten wir die NC-Leistung stark steigern. Im Vergleich zu Vorgängerbaugruppen sind die Blockzykluszeiten um bis zu 50% reduziert. 50%. Bei Werkzeug- und Formenbauprogrammen erreichen wir damit einen bis zu 15% schnelleren Programmablauf. 15%. Die PLC-Leistung ist nun abhängig von der Prozessorleistung
Das bedeutet bei einer NCO 1760 eine um Faktor 10 höhere Leistung, also Faktor 10, als zu bisher von uns angebotenen Sinomerik-Baugruppen. Und die von der jeweiligen Leistungsklasse abhängige PLC-Leistung ist nun skaliert über die Baugruppentypen. Und das ist neu bei der Sinomerik One. Mit der Leistungssteigerung der PLC sind Reduzierungen in den Nebenzeiten der Maschine von bis zu 75% möglich. 75%. Also warum sollten Sie genau jetzt die beste CNC aller Zeiten verwenden? Mit Sinomerik One erhalten Sie die beste Flexibilität durch die durchgängigen NCU- und PPU-Varianten. Sie erhalten die höchste Leistung durch neue Mikroprozessortechnologie und der integrierten Simatic S7-1500F. Und die Sinomerik One ist richtungsweisend als erste CNC mit einem digitalen Abbild, dem digitalen Zwilling. Und den digitalen Zwilling, meine Damen und Herren, wird Ihnen jetzt mein Kollege David Koch vorstellen. Er ist der Produktmanager für Maschinenvirtualisierung. Bitte sehr, David. Vielen Dank. Mein Name ist David Koch und in den nächsten Minuten möchte ich Sie mitnehmen in das Thema Engineering mit Kraepner Virtual Machine. Lassen Sie mich beginnen mit einer Kernfrage. Was ist die Herausforderung im Maschinenbau heute und wie kann diese gemeistert werden? Betrachtet man heutige Maschinenentwicklung, dann sind erste Entwicklungsschritte im Büro weitestgehend gebunden an Hardwareprüfstände. Weitere erfordern zudem die reale Maschine, die vorab aufgebaut und zeitlich verfügbar sein muss. Diese Verteilung ist letztendlich zeitaufwendig, risikobehaftet und wenig flexibel. Wäre es nicht großartig, wenn man die wesentlichen Engineering-Schritte aus der Werkstatt in das Büro verlagern könnte? Quasi eine Test- und Entwicklungsumgebung für alles. Das würde Zeit sparen, Risiko minimieren, die Flexibilität erhöhen, zum Beispiel für Ingenieure, die auch im Homeoffice arbeiten können, und schafft gänzlich neue Geschäftsmodelle. Diese und weitere Vorteile ermöglicht das Produkt Kraepner Virtual Machine. Was ist Kraepner Virtual Machine und wie kann es Ihnen helfen? Nun, auf den ersten Blick handelt es sich um ein vollständiges virtuelles Sinomerik-Testtrack, ein Prüfstand. Es gibt ein Sinomerik-Operate für Bedienung und Programmierung, eine Maschinensteuertafel, wir haben die originalen NC- und PLC-Steuerung im Hintergrund, der Sinomerik One, virtuelle CF-Speicherkarte und vieles mehr. Wenn man aber genau hinschaut, erkennt man, dass Kraepner Virtual Machine viel mehr kann als ein Hardware-Prüfstand. Zunächst ist es eine PC-Applikation, das heißt auf einem Laptop unter Ihrem Arm können Sie es mitnehmen, wohin Sie möchten. Sie können Maschinenprojekte mit unterschiedlichen CNC-Softwareständen auf einem PC gleichzeitig verwalten und benutzen. Einfach ein neues Projekt anlegen, CNC-Version auswählen und los geht's. Im ersten Schritt mit dem Einrichten der Maschinendaten, zum Beispiel Achsen, kinematische Ketten, Transformation, Werkzeugmanagement. Diese können anschließend als Archiv gespeichert werden für die Wiederverwendung oder später auf dem gleichen Weg übertragen werden in die reale Maschine. Fast parallel kann die PLC-Programmierung starten. Das erfolgt für Sinomerik One im TIA-Portal. Das heißt Hardware-Konfiguration, Grundprogrammierung, Anwenderprogrammierung. Schritt für Schritt können neue Funktionen von hier direkt in die virtuelle Steuerung geladen und dort getestet werden. Ist die Programmierung fertig, kann diese auf dem gleichen Weg in die reale Maschine übertragen werden. Ein besonderes Highlight von Kraepner Virtual Machine im Vergleich zu einem Hardware-Prüfstand ist die Möglichkeit, auch Safety-Programmierung testen zu können. Diese und weitere Möglichkeiten bietet Kraepner Virtual Machine und ist damit eine perfekte Entwicklungs- und Testumgebung. Zum Beispiel für die Migration von Projekten auf Sinomerik One, Neuentwicklung von Maschinen, deren Weiterentwicklung sowie das Hochrüsten von Maschinenprojekten auf neue CNC-Softwarestände. Lassen Sie mich kurz einen Bezug herstellen zu unseren Produkten. Alles, was Sie bis jetzt von Kraepner Virtual Machine gesehen haben, ist Bestandteil unseres Basispakets Kraepner Virtual Machine Operate. Auf diesen basieren unsere skalierbaren Erweiterungsmöglichkeiten. Eines davon sehen Sie hier. Bei einer durchschnittlichen Anzahl von 501 Ausgangssignalen pro Maschine kann man beim Testen schon mal den Überblick verlieren. Mit einer Simulationssoftware SIMIT können Verhaltensmodelle der angeschlossenen PLC-Peripherie erstellt werden. Hier im Beispiel zu sehen links eine virtuelle Schalttafel für die Modellzustände und rechts angebundene Verhaltensmodelle. SIMIT kann als eigenständige Simulationssoftware ganz einfach
über eine Direktkopplung mit Create My Virtual Machine verbunden werden. Dadurch wird ein taktsynchroner Austausch von Signalen zwischen Modell und Steuerung sichergestellt. So entsteht eine vollständige und übersichtliche Testumgebung für komplexe Funktionsabläufe. Neben SIMIT selbst bieten wir dafür unser passendes Optionspaket Create My Virtual Machine SIMIT Connector. Jetzt stellt sich noch die Frage, wie können mechanische Abläufe der Maschine am besten virtuell getestet werden? Ohne eine entsprechende Visualisierung sind sie nur schwer zu verifizieren. Dafür bietet Create My Virtual Machine die Möglichkeit, 3D-Modelle der Maschine einzubetten. Das hilft in der Entwicklungsphase zum Beispiel zur Verifizierung von Transformationen, zur Kollisionsüberwachung oder zur Vorabnahme von Maschinen mit Normteilen. Die Simulation kann später für die Arbeitsvorbereitung beim Maschinenbetreiber direkt weiterverwendet werden. Enthalten ist diese Funktionalität im Erweiterungspaket Create My Virtual Machine 3D. Je nach Anforderung kann dies auch mit SIMIT kombiniert werden. Eine weitere innovative Möglichkeit bietet die direkte Ankopplung der mechanischen Konstruktion der Maschine. So können komplexere mechanische Abläufe, wie zum Beispiel eine Werkzeugwechselsequenz, bereits mit Entwicklungsständen der Maschine verifiziert werden. Das spart Zeit und Geld. Der NX Mechatronics Concept Designer bietet diese Möglichkeit durch Anreicherung der Original-CAD-Konstruktionsdaten mit Maschineneigenschaften. Dieser ist ebenfalls eine eigenständige Simulationsanwendung. Die Anwendung an das Steuerungsprojekt erfolgt zum Beispiel über SIMIT. Last but not least ist die Offenheit von Create My Virtual Machine sehr wichtig. Sie ermöglicht weitere Simulations- und Testanwendungen anzubinden. Grundlage dafür ist unser Erweiterungspaket Create My Virtual Machine Open. Wie wir nun gesehen haben, entsteht durch das Engineering in Create My Virtual Machine ein digitaler Zwilling der Maschine, quasi ganz nebenbei. Dieser kann direkt weitergenutzt werden für Servicefälle, Bedienerschulungen oder Kundenrepräsentationen. Und zusätzlich mit der Maschine vermarktet werden für die tägliche Arbeitsvorbereitung. Speziell dafür bieten wir das Produkt Run My Virtual Machine, welches in den weiteren Beiträgen näher vorgestellt wird. Ausblickend kann ich sagen, dass die Engineering-Möglichkeiten mit Create My Virtual Machine stetig wachsen werden. Profitieren Sie heute bereits und in Zukunft von den zahlreichen Vorteilen. Vielen Dank, David, für die aufschlussreiche Präsentation unseres Software-Portfolio mit Cinemark One. Nun möchte ich die Gelegenheit nutzen, um die verschiedenen Anwendungsbeispiele auf Basis der von David kurz erwähnten virtuellen Maschine zu beleuchten. Digitale Zwillinge tragen wesentlich dazu bei, Prozesse im Produktlebenszyklus von Werkzeugmaschinen zu optimieren und gleichzeitig Out-of-the-Box-Geschäftsmodelle zu generieren. Stellen Sie sich vor, wie Sie die Time-to-Market Ihrer Maschine drastisch verkürzen könnten, weil Sie mehrere einzelne Engineering-Schritte parallel statt sequenziell ausführen können. Dadurch wird der gesamte Entwicklungsprozess vom ersten Maschinenkonzept bis zur fertigen Maschine signifikant beschleunigt. Ein weiterer guter Anwendungsfall für einen digitalen Zwilling ist ein virtueller Showroom, indem sie der Hersteller seine Kunden beraten kann, ohne irgendwo hinfahren zu müssen und ihnen mehrere Lösungen anbieten kann. Die Maschinenabnahme kann mit Hilfe eines digitalen Zwillings früher erfolgen. Dies reduziert die Projektrisiken sowohl für Hersteller als auch für Betreiber. Und sollte ein Problem auftauchen, der digitale Zwilling ermöglicht den Maschinenhersteller eine hocheffiziente Fehlerbehebung und deutlich verkürzte Serviceantwortzeiten. Und viele weitere solche Anwendungsfälle. Einer unserer Kunden aus Italien, Breton, hat sich ausführlich mit der Cinemark One gearbeitet und würde seine Erfahrungen mit uns teilen. Lass uns mal Cinemark One mit Bretons Augen in Betrieb anschauen. Im Bild ist der Technologie-Manager Luca Tagarelli. Our customer is always asking to have the right solution ASAP. But as our solutions are based on a standard platform, then we implement with a special solution to achieve the customer goal.
We are really very interested in shortening the software design time. And with Synumeric One, we get a very nice improvement from this point of view. Another point that is very interesting for our customer is to be able to see the final solution. And so with all the solution from a simulation point of view that we got with Create My Virtual Machine and Run My Virtual Machine, we get a very nice result with Synumeric One. We were one of the early adopters of Synumeric One, and we got a very nice collaboration with Siemens in this new project for us. We initially started with one new machine, and then up to now we already achieved another three complete new machines using all the digital twin solution to have a software design phase shortened as much as possible in order to start up the machine in a very fast time. Actually, we did this in 2 or 3 days respect to the 2 weeks we were using before. Vielen Dank, Luca. Wie Sie gerade Digital Twin erlebt haben, ist nicht nur ein Schlagwort, sondern eine Realität. Die Strategie Digital First ist ein bedeutender Hebel zur Optimierung der Wertschöpfungskette unserer Kunden. Zusammengefasst in einem einzigen Satz, Synumeric One umfasst nicht nur die reale CNC, sondern auch den virtuellen Zwilling. Der digitale Zwilling steht für Sie in erster Linie für die Zeitreduzierung, Engineering und Inbetriebnahme, während der reale Zwilling höhere Verfügbarkeit und erhöhte Produktivität bedeutet. Ich hoffe, dass wir Ihr Interesse für unser neues CNC-System wecken konnten.